Kärnten mit der bezaubernden Melissa Naschenweng. Danke für die Zeit, ich freue mich. Musst du manchmal eigentlich noch innehalten und einfach stolz sein auf dich? Es ist so schön, wenn du so lieb redest. Ich sag da ganz ehrlich, bei mir geht gerade mein Leben vorbei wie in einem schönsten Rosamunde-Pilcher-Film, aber halt die Liebe eben zur Musik, die sich momentan so auszahlt. Ich habe vor 10 Jahren gleich gern Musik gemacht wie jetzt und jetzt passiert irgendwie so viel Magisches. Ich glaube, irgendwie seit die Oma jetzt dem Opa gefolgt ist da oben, passen die so gut auf mich auf und irgendwie regnet es nur mehr Glück rüber und ich bin so dankbar und ich habe so eine Freude, ich bin ab und zu wirklich den Tränen nahe, wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich mir noch meine Nummer Glück spiele oder Kompliment. Da geht einfach mein Herz auf, weil ich das zu 100% ehrlich meine und ich so dankbar bin, dass die Leute das so spüren. Ein Kompliment an dich und dass du nie vergisst, was dich ausmacht, wo du herkommst, wie unglaublich du bist, was ein Herz aus Gold wert ist. Du hast auch ganz viele Kinder als Fans, weißt du das eigentlich? Wie erklärst du dir das? Ich habe das gemerkt, ich bin ja jetzt zurück von meiner ersten Bergbauerntour und da sind so viele Kinder immer wieder daherkommen, in rosarot, die Buben mit Lederhosen. Der Kleine hat dann gesagt, ich habe mir extra Stutzen gekauft. Die Kinder haben rosarote Nägel, schenken mir teilweise Duschgel in rosarot, machen mir Geschenke. Weil man denkt, wenn ein Kind mit dem Taschengeld mir was kauft und das Thema Anliegen ist, mir das zu geben, was gibt es Ehrlicheres, ganz ehrlich jetzt, als wie ein Kind. Ein Kind sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also das allergrößte Kompliment ist es tatsächlich, wenn ein kleines Kind sagt, ich möchte zu einem Naschenweng-Konzert gehen. Da ist es naheliegend, dass Kindergärtnerin ein weiterer Plan für die Sängerin gewesen wäre, hätte es mit der großen Karriere nicht geklappt. Aber Melissa hat nie aufgehört, an sich zu glauben, auch wenn der Weg ins Musikbusiness alles andere als einfach war. Kindergärtnerin war Plan C. Ich habe nämlich eigentlich ein Jus-Studium in Graz begonnen. Ich habe immer ganz brav gelernt und habe aber so Heimweh gehabt draußen in Graz, dass ich wirklich Montag rausgefahren bin, Mittwoch heim, habe den ersten Abschnitt brav absolviert und dann nebenbei schon ein bisschen mit dem Papa unterwegs gewesen. Und ich habe gesagt, das ist ja ein Fetzengaudi, da ein bisschen auf der Bühne stehen und mit Leuten feiern und nur glückliche Menschen. Dann habe ich tatsächlich mein Jus-Studium abgebrochen. Die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten und so ist das dein Ernst. Und ich habe dann gesagt, ich spüre das und ich will das. Und wenn ich was will, da habe ich mich immer sehr bemüht, schon als Kind. Ich habe immer meinen Schädel durchgesetzt. War 16 Jahre lang Einzelkind. Und der Opa hat dann zu mir gesagt, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und ich habe tatsächlich das Sparbuch vom Opa dann wirklich unter Tränen aufgelöst. Es war eigentlich für Auto gedacht, für mein erstes Album, das wirklich niemanden interessiert hat. Und habe daheim dann natürlich auch die vielen, vielen Stimmen gehört, die gesagt haben, was willst du denn, was will der Papa mit der Melissa, das bringt nichts, das wird nichts. Ich habe so lange den Stempel drauf gehabt, dass nie was wird aus mir. Und die haben mich so motiviert und ich möchte jedem da draußen mit auf den Weg geben. Ihr selber müsst es spüren und wenn man an Träume glaubt, ich bin wirklich durch die Hölle gegangen. Und das 7 Jahre lang. Und mein Papa war immer mit dabei, hat mich dann wieder aufgefangen, wenn ich am Boden zerstört war. Und wenn ich kurz davor war, den Ziehharmonika-Koffer für immer zu schließen, dann hat er gesagt, ich weiß das, wir haben den Weg angefangen und wir gehen den jetzt fertig. Und deswegen sind meine Gefühle momentan so groß und so stark, weil ich einfach weiß, wie das Ganze begonnen hat, nämlich unterirdisch. Aber wenn man selber daran glaubt und Menschen um sich hat, dann ist alles, wirklich alles möglich. Melissa, lieben Dank fürs Interview, viel Erfolg weiterhin, danke. Hat mich sehr gefreut. Kompliment an dich.